Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deponia. Ja, letztes Mal sind wir erfolgreich mit Goal unserem Schätzchen hier entkommen. Diesem bösen Organon-Heinis da. Genau. Und sind hier irgendwo auf einer Müllhalde, auf den Schrottminen gelandet. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir machen mussten. Ach ja. Goal sitzt ja hier hinten und die Brücke ist eingebrochen. Stimmt ja, wir mussten die jetzt wieder hier rüber holen. Was können wir hier alles mal machen? Wir können uns mal ein bisschen umsehen. Der schöne Bis zum Horizont. Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Jupp. Das hast du auch vor. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Okay, ein Minenfahrzeug zum Kahn. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Absolut nicht. So, dann. Dann hier, ne? Angeln wir uns mal unsere Goal hier rüber. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Das war ja irgendwie klar, dass es nicht so reibungslos laufen wird, nicht wahr? Eine defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Ja. Die ist im Eimer. Weg damit. Genau. Einfach wegwerfen. Hier liegt ja genug Schrott rum, also kein Problem. Jetzt komm schon. Verdammt. Da tut sich leider nichts. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Ja, das ist richtig, mein lieber Rufus. Aber wir bremsen ja nicht. Du gibst ja immer Vollgas. So, dann kommen wir hier nach oben. Der Kran. Die bewohnt hier. Da muss man kein Genie. Genau, das hatten wir schon. Da musst du kein Genie für sein. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Oh je. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Ich weiß, Hirnimplantat und so. Aber würde es dir etwas ausmachen, über die Schlucht zu springen? Am besten in diesen Trichter da. Na gut, ich lass mir was einfallen. Ja, mach das mal, Rufus. Also, hier geht's zur Tunnelpassage. Und das sieht doch sehr nach einem schicken Minenfahrzeug aus. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Und wahrscheinlich ein Hebel. Hebel fehlen ja überall. Fast in jedem Spiegel fehlt ein Hebel. Ist wirklich so eigentlich, ne, wenn man so nachdenkt. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Wo sitzt sie? Auf deinem Schoß vielleicht. Da oben sind noch ein paar Knöpfchen und Hebel, da können wir gar nicht rumschauen. Eine kleine Ratte. Scheinwerfer. Können wir sonst noch was machen? Nö, ne? Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Ich habe so die Ahnung, dass wir das reparieren müssen. So, dann geht's halt weiter. Die kleinen Piepmütze da oben. Zum Viadukt. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha.
Das wird eine wunderbare Prothese. Tom, di, dom, di, dom. Der scheint etwas verwirrt zu sein, der alte Herr. Und der hat ja auch lange nichts mehr zu essen bekommen. Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Ja, die für die Ewigkeit. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Ups, da habe ich wohl ein Bein in der Tasche. Und wir haben alles verloren. Oh je. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Jupp. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Niemals. Also, dann reden wir mal mit unserem Doc. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! So, ja, wer bist du denn? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Sehr schön. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ja, so ein richtig lässiger Typ halt. So, Ersatzteile und Neurochirurgie? Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. So, und was machst du hier so ganz alleine draußen? Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war... Es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Nicht sehr einfallsreich. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Unüberwindbares Minenlabyrinth. Das klingt ja sehr zuversichtlich. So, so, unter Bastlerkollegen hier, ne? Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? So, was gibt es? Ganz viel.
mein Minenbike springt nicht an. Wenn zum Beispiel das Minenbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja. Das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. Oh je. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nö, soweit eigentlich nicht. Nicht, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Eben. So. Sonst noch interessante Herausforderungen. Du scheinst dich ja gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Oh je. Das sind lange Gespräche hier mit dem Herrn lieben Doc. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Aha, ja, interessant. Okay. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Ist doch logisch. Klar doch. Ich frage mich gerade, warum er uns diese ganzen Tipps über diese Stromumkehrer gibt. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Tschüss. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Okay. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Wahrscheinlich schon.
Schnaps. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Okay. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Wir dürfen uns am Schnaps bedienen. Das ist doch sehr nett. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ach ja, hier unser avialer Stromumkehrer. Okay. Schnaps. Das kriegen wir noch nicht auf. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Eine rote Lampe. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil du noch ein paar Sachen zu erledigen hast, Rufus. Ah, noch zur Außenkurve. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ah, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, das ist wirklich schwer zu erklären. Okay. Neue Rätsel. Aber wir haben ja den avialen Stromumkehrer und eine Signallampe. Was sagt der Doc noch gleich? Rufus, denk immer daran, ein Stromumkehrer kehrt Strom um. Mit einem eingebauten Umkehrer kehrt sich die Wirkung eines Gerätes um. Aber warum erzähle ich dir das? Du, Rufus, bist immerhin der brillanteste Tüftler auf der ganzen Welt. Man sollte einen Planeten nach dir benennen. Ach ja, der gute Doc. Ach ja, dann bauen wir dir mal in unser Minebike ein. Dann wollen wir mal. Wutschi! Immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Hast du den jetzt wirklich in den Schrotthaufen geworfen, Rufus? Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Es hätte so einfach sein können. Tja. Deswegen die ganzen Tipps vom lieben Onkel Doc. Oh je. Also. Stromumkehrer. Kubisch, sphärisch, konisch. Und ein paar Rädchen. Klemmmuffe, Schraubmuffe, Steckmuffe. Dann ein paar Ritzelchen. Und Flansche. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen. Aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay. Sphärisch, kubisch. Also der darf nicht geklemmt werden, der darf geschraubt werden. Machen wir das mal so. Dann muss der ja geklemmt werden und der gesteckt. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve Flansch geben. Okay. In welchen Korpus? Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus wird, an dem kubischen.
Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Und ja, super. Ein dorsaler, binausaler, da weiß ich auch nicht weiter. Aber mehr Speichen als der andere. Das ist okay. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Ah, okay. 4 Speichen, Schrauben. Dann kann das ja nur hier hingehören. Und 2 ans Klemmen. Ha, so einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Cool. Okay, den einen haben wir, den kubischen, dann nur noch die Ritzel hier. Oder? Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Meister Rufus in the house. Das ging ja flott hier. Jetzt haben wir 3 Stromumkehrer. Und den Avialen brauchen wir ja für unser Minebike. Aber nicht wieder reinschmeißen in den Schrott, nicht wahr, Rufus? Dann wollen wir mal. Hm? Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Natürlich hält es. Wer hätte das denn auch von dir anders erwartet? So, da nach oben kommen wir noch nicht. Hier ist noch der Schrotthaufen. Können wir nur noch was damit machen? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und 3 gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Da hast du recht. Dann geht's mal ab die Post hier mit unserem Minebike. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen.